Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. 4 gegen 4 Modus, heute mit Mini und Wambo. Die haben den ganzen Spielmodus ein bisschen verändert. Jetzt ist es so, man startet mit 300 Gold. Ja, wie man sieht, hat nur T6 Einheiten für den ersten. Und startet mit dem Champion Buff, so wie jeder. Und danach ist Chaos Roll. Danach ist einfach Chaos Roll. Das heißt, wir könnten jetzt hier eine ganz coole Strategie machen, einfach das Tor hinstellen und zum Champion machen. Das Tor spawnt ja die ganze Zeit Einheiten und die haben dann auch den Champion Buff. Das kann man im normalen Spiel gar nicht machen. Du brauchst ja die Kohle. Und du kannst nicht Champion Buff und Kohle haben, so das funktioniert halt nicht. Aber das ist cool, das probieren wir mal aus. Der hat direkt einen Meme gebaut. Schattentänzer. Ich finde den Modus so auch viel angenehmer, als wenn man, so wie es vorher war, mit den Einsern und Sechsern hier in den drei Slots jeweils verteilt. So kann man sich eine fette Einheit hinstellen und danach ist halt Chaos. Man kriegt zufällig Sachen. Das ist natürlich der Fall, dass die ersten Waves es gar keinen großartigen Sinn macht, irgendwas zu schicken. Weil alle dicke Einheiten stehen haben. Ah, die haben alle den Champion Buff. Das ist richtig, richtig stark. Nee, ich werde jetzt keinen. Was wird hier gepinkt? Ach so. Ich werde jetzt hier keinen Atom hinstellen. Ich werde einfach noch zwei Rocker pushen. Ja, das gefällt mir richtig gut. Das Tor braucht zwar eine Weile, um Einheiten zu spawnen. Aber wenn die dann da sind, mega fett. Die Runde sollte ich auch locker überleben. Einfach weil du zum einen hier diesen Aufprallschaden hast, die dicken. Natürliche Verteidigung, Aufprallschaden. Und die kleinen haben ja den magischen Schaden. Und dadurch kann man da gut angreifen. Jawohl, kriege ich noch mit rein. Also noch nie eine Runde gewonnen haben. Glaube ich irgendwie kaum. Wir haben jetzt das Tor angegriffen, ein bisschen getankt, aber das ist cool. So, jetzt brauchen wir einen dicken Tank vorne. Ich würde den Mudman mitnehmen. Ich lasse vorne noch ein bisschen Platz. Damit ich vielleicht noch andere Einheiten hinpacken kann. Da das Chaos ist, kann man ja alles bekommen. So, Legion Sauber Titan, Echsenarmee, Bösewicht. Doppelschnecke hat er mir geschickt. Hier weiter nur der Bananenbaum. Ah ne, hier hat er noch zwei andere. Ja, ganz entspannt. Oh, das ist gut. Eine Seeschlange mit rein. Dann könnte ich auch schon zwei Worker holen nächste Runde. Seeschlange ist richtig gut. Gerade wenn ich das so aufgeteilt habe, ist die Backline sofort weg. Da kann er nur Nahkämpfer schicken. Fighters hold waves, workers win games. Wache Worte.
Ja, sehr gut. Sehr schön. Never listen to Blue. Wir könnten ihn tatsächlich hinstellen. Aber ich weiß halt nicht, was ich so kriege, ne? Ich glaube, ich nehme lieber eine Katze. Ich nehme lieber eine Katze. Aber natürliche Verteidigung haben auch die Dicken hier. Teufelsbraten. Nachtfalter. Sehr gut, das habe ich schon mal abgewehrt. Archer kann ich dann hinstellen. Das hat er gerade so geschafft. Den Archer, den hole ich. Der ist mir viel lieber als die. Warum auch immer. Die haben halt auch ihren Vorteil. Wo stehen wir über ihn? So, ich konzentriere mich erstmal nur auf meine. Auf meine Wave, auf meine Lane. Weil gegen eine 6er Einheit zu kämpfen ist schon mal nicht leicht. Gerade der Bananenbaum. Da macht es halt höchstens Sinn, auf 10 irgendwie drüber nachzudenken, was ich schicke. Zombie braucht unsere Hilfe. Aber ganz gut hingestellt. Die Feuerpfosten neben den Baum. Ach du Kacke! Oh, das ist gut. Das nehme ich mit. Und rein theoretisch ist es auch noch nicht zu spät für den Angler. Den kann ich dann auch noch aufwerten. Metzger. Oh, der Dino wird weggemacht. Ja, okay, der war schnell down. Fernkämpfer eben, ne? Oh, alles geblockt. Auf wen schicke ich? Auf grün. Ah, okay. Grün hat erstmal den Bananenbunker als Champion. APS und die Bazookas drumherum. Hat er schon ganz schön viel Aufprallschaden. Magieschaden hat er gar nicht. Okay. Ich baue ihn mit hin. Könnte einfach in die Katze noch ins Deck reinpacken. Einfach weil ich's hab. Zack. Sollte vollkommen ausreichen. Ich lieg schon wieder übelst weit zurück, was die Worker angeht. Faltet hier noch? Nichts mehr. Das war's durchgekommen. Okay.
Blume sehr gut. Blume sehr gut, auch wenn ich jetzt hier gerade den Katzensplit habe. Das ist auch übelst gut. Megatanks. Golem und Dachs. Bösewicht kann ich entweder ihn nehmen, sie nehmen. Vielleicht kann ich auch das Tor nehmen. Mal gucken. Okay, der Baum ist schnell down. Er hat den Fürst des Todes hingestellt. Ja, sehr gut. Da schon mal durch. Ist auch was durchgekommen. Big Daddy wurde zwar abgewehrt. Aber auch Kleinkram bringt Geld. Holy shit, ihn zum Bösewicht. Ihn zum Bösewicht zu machen, das ist sehr gut. Titan. Ah, da übelst viele Buffs. Können wir noch was aufwerten? Ja. Machen wir noch. Sehr gut. Ich habe gute Tanks, guten DPS, so muss es sein. Ah, er wird blocken. Ja, war zwar knapp, aber er hat geblockt. So, jetzt könnten wir hier reinpacken mit ihm. Oder den Fürst des Todes. So, den kann ich dann zum Zeus machen. Mein Split ist wirklich unheimlich klein. Hier einfach nur eine Katze, die dort steht. Aber es ist nicht so schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Aber er hat den auch noch zum Bösewicht gemacht. Mehr Rocker holen. Der Damage ist auf jeden Fall da. Muss ich mir keine Gedanken machen. Warten. Nicht mehr warten. Ja, er hat Champion und Bösewicht Buff. Das ist schon fett. Das ist auch gut. Das ist auch verdammt gut. Ich könnte hier nochmal so einen Golem hinpacken. Um besser zu blocken. Ah, der wird wahrscheinlich nicht ganz so groß. So, kann nur noch mit rein.
Der war gut down. Ja, es blockt doch. Da kann ich nichts machen. Da ist sein Bananenbaum zu stark. Oh, Millennium ist sehr schön. Den packe ich sofort hin. So. Den können wir aufwerten. Zack, fertig. Mehr muss ich gar nicht tun. Nächste Runde wahrscheinlich Fürst des Todes aufwerten. Ein richtig fetter Phönix, den er hier stehen hat. Ja, jetzt kann man ein bisschen Mana dazu, das ist sehr gut. Genauso wollte ich das haben. Hat wieder durchgelassen. Aber es hat er ja gesagt, dass er noch kein Game gewonnen hat. Hm. Ist wahrscheinlich auch ein neuer Spieler. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ja alle mal angefangen. Ich könnte es so machen. Da haben die schon mal sehr gute Attack Speed. Schade, dass er nicht damit drin steht. Aber ja, gut. Mit der Attack Speed super. Sie auch. Wenn ich ihn aufgewertet habe. Schießen alle nach links. Ich soll noch die Katze angreifen. Na gut. Schon wieder einiges abwehren. Noch ein Fürst. Ich hätte aber gern ihn aufgewertet. Oder ihn. Den nehmen wir mit. Ihn können wir aufwerten. Und dann nehme ich noch ihn. Und gut. Und ich baue keine verdammten Radnähen. Aber habe ich ein bisschen aufgeholt. Mana auch sehr gut für die Rächerin. Und den Fürst des Todes natürlich. Oder jetzt natürlich Hades. Man kann eigentlich mal so Kanonenschützen die ganze Zeit schicken, ne? Gegen seinen Bananenbaum nicht schlecht. Er hat aber auch einfach alles.
Ich das Mana aus nicht baue, ist es weg. Nächste Runde. Ich baue die mal hin. Einfach damit ich die. Dann nutzen kann. Und magischer Schaden hat er nicht ganz so viel. Das wir können noch mal raushauen und dann ist Schluss. Dann ist Schluss. Er blockt es trotzdem. Der Baum lebt sogar immer noch. Einfach der Scheißbaum lebt einfach immer noch. Gut. Wir könnten jetzt auf jeden Fall mehr Tore hinpacken. Mehr Tore sind mehr Einheiten. Das werte ich mal auf. Ja, packe ich einfach die 6 noch mit rein. Er will auf Düsterkröten nochmal senden. Okay. Schicke das so rein. Dann schicken wir ihn auf 19 nochmal und dann aber nicht mehr. Ich habe keine Worker mehr. Ich habe zwar erst 90, aber. Komm auch einfach nicht durch, ne? Ich kann einfach ganz viele Dinos schicken und sehen, was passiert. Schwein will ich nicht hinsetzen, ist egal. Ich baue ihn hin. Den Dachs kann ich später noch upgraden. Sonst irgendwas Stichiges? Nee. Ich rüste die Tore auf, rüste ihn auf. Noch ein Mana-Haus, noch ein Madman. Die eine Harpie reinpacken, die könnte ich dann noch aufwerten. So, jetzt Schluss. Es wird nicht weiter geschickt. Abartig viel Leben gehabt, der Baum. Hat schon geblockt. Shit, hier geht schon wieder so viel durch. Da sind wir noch nicht mal angekommen, da wo es eigentlich interessant wird, bei den letzten Wellen. Aufwertung.
Den DAX werte ich auf. Mana Rüssel. Wanderer pack ich einfach mit rein. Ich muss das ja auch ein bisschen ausnutzen, dass ich den da hingestellt habe. Ist viel. Er hat noch mal geschickt 600. So, jetzt geht's hier ab. Komm, ich werde dich auf. Was soll's? Aufwert, aufwert. Ja, alles aufgewertet. Setzt er da noch was rein? Wahrscheinlich will er ihn da noch reinsetzen. Gehe ich mal stark davon aus. Jetzt schon. Tischler schicke ich mit rein. Ich schicke auf jeden Fall viele Fernkämpfer. Ein Voreis brauche ich auf jeden Fall noch, um gegen den riesengroßen Bananenbaum anzustinken. Oh, sehr gut. Ah, keine Kohle zur Aufwertung. Ah, wir stehen auf. Nummer 20. Oh, kommt da noch ein Drache mit. Das ist nicht so viel wie die anderen geschickt haben, ne? Ich habe jetzt auch nur 2000. Ich halte noch ganz gut. Der ist jetzt auch durch. Ich verteidige. Ich habe geblockt. Ho! Ich habe zum ersten Mal irgendwie die 22 geblockt oder so. Aber auch nur, weil er vorher mir noch 600 schicken wollte. Wegen mir haben wir gewonnen. Sehr schön. Ja, so, das war es erstmal für heute mit Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich gerade mal 200 Worker gebaut. Guckt es euch an, ist geil. Bis dahin, ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.